Den Mitarbeitern mit auf den Weg zu nehmen, ist fast die schwierigste Aufgabe. Ich freue mich riesig darauf, die KI, die im Moment in aller Munde ist, wirklich sinnvoll nutzen zu können. Ich sehe da Potenzial und träume davon, dass Standard-E-Mails mit einem Antwortvorschlag bereits automatisch vorgeschlagen werden, meinen Mitarbeiterinnen. Welche Kategorie hat einen Balkon? Wo parke ich am besten mein Auto? Welches Restaurant können Sie mir für Sonntagabend empfehlen? Und ganz allgemein in allen Bereichen, in denen es hohe Standardisierung gibt, erwarte ich mir von KI wirklich große Unterstützung. Il y a beaucoup de logiciels sur le marché, mais tous ces logiciels ne communiquent pas forcément entre eux. Et on revient rapidement à des solutions manuelles, des opérations qu'on doit faire soi-même, et ça c'est épuisant. Idéalement, ce serait un logiciel qui puisse tout faire, qui fait de la vente, de la réservation, de la restauration, et ça faciliterait énormément notre tâche. Wir haben vor gut einem Jahr unser Alma Hotel neu eröffnet und wir haben dort einen komplett digitalisierten Check-in-Prozess implementiert. Das heißt, der Gast kann von wo auch immer mit seinem digitalen Endgerät den Meldeschein ausfüllen, sich selber einchecken und bekommt auf sein Handy einen Digital Key für sein Hotelzimmer. Der Gast kann das machen, er muss es aber nicht. Es kommt extrem gut an. Wir verwenden vor Ort auch diesen digitalen Check-in-Prozess. Das spart uns die Übertragungsarbeit, die früher vom Papier in den Computer war. Das spart uns das Papier, spart uns Archivierung und die Gäste nehmen es sehr gut an. Und für uns ist es ein voller Erfolg gewesen. Deswegen haben wir es in allen anderen Betrieben auch gerade eingeführt. Wir versuchen nachhaltig zu digitalisieren, nachhaltig den Hotelier zu unterstützen, damit er in Zeit der Fachkräftemangel, des erhöhten Datenflusses, all der Regulierungen, die das Leben administrativ erschweren, da versuchen wir entgegenzuwirken, dass wir eben die Systeme so verbinden, den Datenfluss so gestalten können, dass der Hotelier weniger Zeit vor dem Computer oder hinter dem Computer verbringen muss. Als langjährigen Partner sind wir überzeugt, dass wir mit unseren Informatik- und Netzwerklösungen den Hotel- und den Gastrobetrieben einen einfachen Einstieg in die Digitalisierung ermöglichen. Wir zeigen Möglichkeiten auf, wir sorgen für eine fachgerechte Installation und einen reibungslosen Betrieb inklusive der notwendigen Supportdienstleistungen. Es sind zwei Produkte. Hotela Plus und Hotela Full. Hotela Plus ist eine Plattform, auf der der Arbeitgeber sämtliche Personal- und sozialversicherungsrelevanten Daten erfassen kann. Die Hotela kümmert sich um alles Weitere. Hotela Full ist eine zusätzliche Vereinfachung. Es ist eine Lohnadministration, die auf den Daten von Hotela Plus beruht. Die Konformität mit LGAF ist gewährleistet und auch die Koordination der Sozialversicherungen. Das Schwierigste ist eigentlich, den Mitarbeitern mit auf den Weg zu nehmen. Man denkt immer, dass jeder ein Smartphone hat und dann alles perfekt kann, aber es scheitert teilweise an ganz einfachen Dingen, wie logge ich mich ein, wie finde ich die richtige App. Den Mitarbeitern mit auf den Weg zu nehmen, ist fast die schwierigste Aufgabe. Ich bin ein totaler Technik-Fan und meine Herausforderung ist die, zwischen all den tollen, innovativen, neuen Dingen, die es gibt, auszuwählen, was wirklich Sinn macht für uns und dann bei der Implementierung weder meine Mitarbeiterinnen noch die Gäste zu überfordern. Ja, die Digitalisierung, die beruht auf drei Stützen. Erstens eine systematisch auf die IT ausgerichtete Unternehmensstrategie. Zweitens investieren wir sehr viel in die Cybersicherheit. Und drittens versuchen wir systematisch die Prozesse zu optimieren und möglichst viele Automatismen in die Prozesse reinzubringen. Digitalisierung ist aus meiner Sicht primär mal eine Frage von Strategie, Mindset
und Ausbildung.